So, Anke, beim ZMF würde ich gerne mal sehen. Ich würde gerne wieder Gregory Porter dort sehen. Das fand ich, bin großer Gregory Porter Fan und das Konzert damals war einfach unglaublich toll. Würde mich sehr freuen, wenn er wiederkommen würde. Tim, nächste Frage. Was war dein peinlichster Moment in der Schule? Das habe ich, glaube ich, tatsächlich noch niemand erzählt, als ich mir einen Arm gebrochen habe beim Einparken des Fahrrades, weil ich einer Schulkameradin aus der Parallelklasse nachschaute, in die ich damals verschossen war. Zweitpeinlichster Moment war, als wir auf dem Feldberg oben waren mit der Schule, und ich mir beim Langlaufen den Arm gebrochen habe. Okay, kam also öfters vor, ja? Anke, was bedeutet Europa für dich? Europa hat für mich ganz viele Bedeutungen, alles positive Verknüpfungen. Für mich bedeutet das aber vor allem, dass ich mich frei über Ländergrenzen hinweg bewegen kann, dass es einfacher ist, Menschen kennenzulernen und sich miteinander zu vernetzen. Ach so, und natürlich, was bedeutet Europa noch für mich? Frieden. Lieber Tim, nächste Frage. Wann war deine erste Demo und wofür oder wogegen? Also meine erste Demo, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwas während der Schulzeit, aber woran ich mich auf alle Fälle noch erinnere, das waren damals diese Mahnwachen, als der erste Golfkrieg war und da alle Angst hatten, dass die ganzen Ölquellen angezündet werden und so weiter und was das für Auswirkungen hat. Und damals bin ich dann auch zu den Grünen gegangen. Die habe ich bei den Demos kennengelernt. Wo ist dein Lieblingsort in Freiburg? Ich habe sehr viele Lieblingsorte in Freiburg. Ich mag den Adelhauser Kirchplatz sehr gerne, wenn ich ein bisschen Ruhe möchte. Ich mag den Münstermarkt sehr gerne, wenn es ein bisschen trubeliger sein darf. Und dann mag ich viele kleine Clubs und schöne Kneipen in Freiburg. Das waren jetzt mehrere Orte. Dein Lieblingsort? Im Moment eigentlich die kleine neue Terrasse zu Hause, die es im Moment noch zu gestalten gibt.